Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu den Gordian Rooms. Nun, neuer Raum, neues Glück. Lass uns mal hier reingucken. Ah, okay. Da oben geht's irgendwo hin. Hier unten. Ah, wie schön. Sehr nett, sehr gemütlich. Jetzt mal umgucken, was haben wir hier? Ja, gut. Okay. Na schön. Starten wir mal mit der Suche. Ne? Ah, guck mal, hier geht's da draußen. Ah. Aha. Was ist das denn? Das hatten wir schon. Ach stimmt, das hatten wir gelöst, aber wir hatten noch nicht den Schlüssel gefunden. Richtig, richtig, richtig. Okay, cool. Hier gibt es irgendwas mit. Da ist noch ein. Nein, ist aber nicht für uns gedacht. Da ist. Was ist das? Die Klavierversion von Amelias Lied. Das Aquarium vom Camille St. Dings. Genau. Oh, warte mal, sollen wir etwas spielen? Das ist ganz fabelhaft. Das machst du spitze. Ja, Schluss damit. Aus, 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 aus. Copyright, Copyright. Ah, so geht das. Okay, fein. Gut. Finden wir hier irgendwelche Kleinigkeiten? Ja, nein. Nein, nein. Wo geht's denn hier? Ah, ich ahne, was das ist. Ja, okay. So haben wir diesen Raum jetzt auch geöffnet. Also diesen Durchgang auch geöffnet. Aber das kocht immer noch nicht. Toll. Super. Gibt es hier denn einen Button, mit dem wir das öffnen können? Da, was ist das? Ausgefallenes Bonbon. Wir haben das letzte. Wir haben das letzte Bonbon. Das letzte Bonbon. Na, ich bin zu neugierig. Jetzt müssen wir auch da hochgehen. Tut mir leid. Tut mir leid, aber das, ja. Ist jetzt, also ja. So. Das letzte Bonbon. Es sollte hier hinkommen. Das ist das in Herzform. Passt hier. Jawohl. Okay. Okay. Und das Ganze für ein Hufeisen. Dann können wir gleich zum Strand runtergehen und unseren nächsten Preis abholen. Ne? Ja, na, ist doch super. Soll ich das jetzt gleich? Nein, das mache ich jetzt nicht gleich. Das ist zu weit weg. Wir sehen uns erstmal hier um. Also. Hier ist, das sieht sehr verdächtig aus, ist aber nur Kunst, ne? Das ist Kunst und soll nicht weg. Hier unten ist da noch was, uns fehlen ja noch immer ein paar Karten. Auch wenn ich gerne darauf verzichten würde, die weiter zu suchen, aber nun. Ja, so hier dazwischen ist nichts weiter. Wer hält hier den Kamin am Laufen? Und hier haben wir das letzte. Ja, ein weiterer Dolch. Können wir uns die mal angucken? Ein weiterer Dolch. Oh ja. Okay, ich weiß. Ich weiß, wir sollten weitermachen. Nein. Ich muss hochgehen. Ja. Und die Dolche, waren die nicht... Nee, die waren nicht hier hinten. Wo waren denn die Dolche? In diesem Geheimraum im Herrenzimmer? Hier so, da hinten so. Jupp. Okay, wir, du passt nicht. Du passt. Okay. Wow. Jetzt werden uns die Hufeisen ja geradezu nachgeschmissen. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, obwohl wir so lange danach gesucht haben. Ne? Na schön. Also, warte, Treppe runter. Okay, bzzzt, bzzzt. Okay, und wir sind wieder da. So. Nun denn, was ist das denn? Öffnen? Das kann ich nicht öffnen. Den kann ich öffnen und jetzt kann ich den öffnen. Dann kann ich whoop, das öffnen. Was? Wer hat denn hier geschlafen? Hier hat jemand geschlafen? Warum das denn? Ein Magic-Typ. Das ist ein interessanter Ort, wenn auch ein bisschen spießig. Ich frage mich, warum hier ein Zauberstab und ein Hut aufgestellt haben. Guck mal, da ist ein Blitz. Was ist das? Hufeisen! Apropos nachschmeißen, nachwerfen, nachdingsen. Ist da noch was? Das sieht nicht so aus. Wer hat hier gewohnt? Also geschlafen. Und wofür ist das, der Blitz da? Hm. Nun ja. Okay. Gut, wir sehen uns weiter um. Da hatte ich schon rumgefummelt. Die Kissen können wir nicht verschieben. Okay.
Ja, cool. Ist hier unten irgendwas? Scheinbar nicht. Und da kommen wir auch nicht ran. Kann ich mit den Kissen was machen? Da unten ist nichts. Nee, die Kissen können nicht verschoben werden. Okay. Alles klar. Bücherregal. Viele, viele bunte Bücher. Aber wieder ein Buch, das wir mitnehmen können. Noch irgendein Hinweis auf irgendwas. Da oben drauf liegt auch nichts und die Dinger kann ich nicht rumtatschen. Gut, nächste. Vasen mit nichts drin. Was für eine ausgefallene Tapete. Die Muster beißen sich fast gar nicht. Okay, und hier noch ein Chaiselong. Da komme ich auch nirgends dran. Schade. Na gut. Kissen kann ich auch nicht bewegen. Da hinten? Nee. Hier würde ich mich gern für einen Augenblick hinlegen. So, gibt es hier denn außer dem Schwert noch etwas? Guck mal da. Nee, sieht aber nicht so aus. Von dem Geschirr hier nehmen wir auch nichts mit. Na schön. Bildet das irgendein Muster? Nee, sieht nicht so aus, ne? Nee. Scheint immer wieder dieselbe Verzierung zu sein. Nur unterbrochen hier von dem Button, den wir nicht drücken können. Na gut. Okay. Also, probieren wir es mal oben. Hier ist scheinbar auch nichts. Das ist aber hier schon eher Loft. Loft nennst du das? Ich würde das eher Kriechdecke. Oh nein, das ist schon wieder so ein Ding. Muss ganz schön den Kopf einziehen, du. Hier ist nix. Da ist auch nix. Hier mein Hut. Da muss. Okay, cool. Ja, weiß ich nicht. Warte mal, doch, Augenblick. Hut, das ist ja nur die Melone. Melone. Oh. Es ist ein Mathematikrätsel, ne? Oh. Das war ein Versehen, ehrlich. Das war wirklich ein Versehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich daran gelangen konnte. Ich habe. Gibt uns das schon Aufschluss über irgendwas? Nee, ne? Nee, keine Ahnung. Also ich hatte jetzt gedacht, Aufschluss wegen die Melone ist halt eben diese Kombination. Ach, nee, das hilft uns nicht weiter. Dafür sind da zu viele Variablen dran. So, hier kommen wir dran, um nichts zu tun. Da kommt. Da, warte, nimm's. Kleine Plakette. Ja, ihr wisst, worauf das hinausläuft, ne? Das ist die vom Kaminzimmer. Okay. Also, dann kommst du vermutlich hier hin. Und, stimmt das? Grün, gelb, rot. Alles klar. Grün, gelb, rot. Grün, gelb, rot. Grün, gelb, rot. Bäh. Grün, gelb, rot. Perfekt. So, da fehlt uns immer noch einer. Schön. Ja, ist gut. Okay. So. Was gibt's denn hier noch zu sehen? Lecker, lecker, lecker. Die Beeren, die sehen auch noch ziemlich frisch aus. Ist hier was dazwischen? Nein. So, hier so. Nee. Schicker Servierwagen hat aber sonst nichts weiter zu bieten. Irgendwas hier in der Decke? Das sieht alles so aus, als könnte man es antatschen, ne? Als wären das hier Buttons. Und es ist sehr niedrig. Also. Oh. Okay. Ach, nee, ist einfach nur mit Glas da dran.
Ja, schön. Nett, hier ist irgendwas. Ach, da können wir kurz Platz nehmen. Ja, wenn Sie mal schauen wollen, an einem verregneten Sonntagnachmittag trifft die Gesellschaft sich hier, um Musik zu lauschen, das ein oder andere Kartenspiel zu veranstalten und um sich gegenseitig zu verlustieren und vielleicht das ein oder andere Geschäft abzuschließen. Gut, okay, haben wir. Ist hier irgendwas touchable? Nein, es ist nichts untouchbar. Okay, so, hier. Nix, nix, nix. Da ist eine Karte, eine Karte, eine Karte. Ich will die Karte, eine Skizzenkarte. Ja. Okay. Da waren es nur noch zwei. Okay. So, ich glaube, wir haben diesen Raum hier erkundschaftet, ne? Liegt da unten was drunter? Da liegt nichts drunter. Okay, so die Skizzenkarte. Die lila Dame. Hier. Lass mal gucken. Ist das die? Nein, die ist es nicht. Die ist es doch nicht, oder? Nein, die ist es nicht. Dann haben wir hier hinten ja noch zwei. So. Ich glaube, diese hier ist es. Ja. Es fehlen nur noch zwei. Ja, cool. Toll. So, was machen wir denn als nächstes? Den Raum haben wir. Ah ja, doch, ich habe eine Idee. Ja, ich war zwischen den Folgen nochmal unterwegs und war es hier? Ja, genau, es war hier. Folgendes. Hier unten haben wir dieses Rätsel mit den Schachfiguren. Und mein Gedanke war, die Billardkugeln haben wir ja auch alle in einem Raum gefunden. Warum also nicht auch die Schachfiguren? Und tatsächlich, was soll ich euch sagen? Tada! So, den nehmen wir erstmal mit. Und ich hatte die zweite, warte, lass mich das eben mal streichen. Wir hatten noch eine zweite Figur, die wir brauchen. Die hatte ich, wo war es? Hier entdeckt. Yeah! So, noch ein Bauer. Gut, ja. Haben wir hier eigentlich schon gesessen? Falls nicht, da sitzen wir. Schön ist hier. Ja, schön ist hier. Ich mag das mit diesen Decken. So, ne, dass der ganze Raum so lichtdurchflutet ist. Mir ist völlig klar, dass solche Sachen dafür sorgen, dass es im Sommer hier unfassbar heiß drin werden dürfte. Aber nichtsdestotrotz, so rein für die Optik, rein für die Lichtausbeute, so, ne, finde ich, gibt einen sehr, sehr netten Touch. Guck mal, und was ist das denn da? Warte. Ach so, da kommen nur die Bücher hin. Ja, da haben wir auch noch keinen Plan, was das sein soll. Ich sag euch, heute ist unser Lucky Day. Ja. Da kommen Bücher hinein. Da kommt auch ein Buch hinein. Da hatte ich schon mal angefangen, aber mir fehlt so ein bisschen der Anhaltspunkt, in welcher Reihenfolge das dann wohl sein könnte. Hier hatten wir, glaube ich, schon dran getatscht, ne? Ich bin nicht sicher. Doch, hier hatten wir schon dran getatscht. Okay, gut, ja. Dafür gibt es die Mütze für was auch immer. Ja, ich gehe ja schon weg. So, okay, ich hau mal ab hier. Okay, wir haben noch eine Karte und zumindest eines von denen sollten wir jetzt freischalten können. Nichts, was hier passen würde. Gut. Ist das die Dame? Nein. Oh, verdammt, wir hatten noch ein drittes, viertes, ne? Oh, wir hatten noch ein viertes. Wo war das noch? Stimmt, 1, 2, 3, 4. Da. Ich weiß noch, dass im Herrenzimmer, dass da im Bad noch eins war, aber das war doch fertig. Ja, das war fertig. Wo hat man denn das vierte entdeckt? Oh nein. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht, welches das war.
Hier nicht. Das gibt's ja nicht. Jetzt gehe ich wieder auf die Suche nach dem letzten Dingelchen. Nach dem letzten Board. Das hätte ich mir mal notieren sollen, ne? Hier meine ich nicht. Im Ankleidezimmer schon klar. Wenn das denn hier ein Ankleidezimmer ist. Aber wo war das letzte? Das heißt, aber es muss auch noch ein Board geben. Das war noch nicht die letzte. Es sind nicht noch zwei, also nicht jetzt noch eine Karte, sondern es sind noch mehrere offen. Ach du je. Spitze. Sollen wir erstmal das andere Rätsel lösen? Das Rätsel mit dem. Das fand ich witzig hier. Das Rätsel mit dem. Mit den Schachfiguren. Wäre irgendwie ganz nett, ne? Ist hier unten dann noch irgendwas? Da nicht, da nicht. Hier zwischen war ja schon häufiger mal was eingeklemmt. Zwischen irgendwelchen Strebensäulen irgendwas. Das sieht aber nicht so aus, ne? Oh, okay. Ah, hier. Ja, ist aber auch nichts drin. Nun gut, also, ja. Lass es uns mal tun. Die Sache mit den Schachfiguren. Wo kann das denn gewesen sein? Ich fasse es nicht. Ah, okay, gleich mal suchen. Hier war nichts mehr, ne? So, also, Schachfiguren. Da. Nur mal kurz umschauen, ob ich hier wirklich alles erwischt haben tue. Halt. Ja. Ja. Okay. So, also. Wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei Dinge. Wie war das denn mit den Schachfiguren? Routinen? Nee. Mitarbeiterin aufgepasst. La 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 la. Das ist. Nee, das ist uralt. Molly to this. Nein, nein. Mr. Brain. Das Doofe ist halt eben, dass hier immer das nicht verschwindet, sondern überall. Also, dass die da bleiben und nicht die Dinger. Ding, 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 ding. Das war noch nicht. Es wäre irgendwie cool gewesen, wenn die Zettelchen verschwinden, wenn man das Rätsel gelöst hat. Nein. Rolle, Gärtner, perfekt. Nein. Arthur, wo ist es? Hier. Okay, was haben wir denn? Wir haben eine weiße Königin und einen weißen Bauern. Also, wo geht das denn los? Versuch Herren. Ne, es sind diese beiden. Ne? Das da war nichts weiter. Okay. Schach, wie es sein sollte. Fünf Schachregeln. Dass sie die fünf Schachregeln nennt. Der Läufer muss neben dem König stehen. Ja. Das ist der. Nee, das hier hatten wir ja schon gelöst. Warte mal, wenn ich das einfach random einsetze, ist das dann okay? Es hat sich irgendwie nichts geändert, ne? Den nehme ich mal mit, den nehme ich mal mit. Setze ich den Bauern hier unten hin. Es wäre schon irgendwie cool, das gezielter zu machen. Also, wir haben einen Läufer und einen Bauern. Läufer und Bauer. Steht denn da was? Turm haben wir. Ritter. Und Ritter ist. Welches ist der Ritter? Ist das der. Ist das der. Nee, die Dame. Der Ritter muss näher am König stehen als die Dame. Okay, haben wir da noch andere Regeln?
Kunst von Gotthold, la 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 la. Halt, was war das? Das war gar nichts. Frühstück, bla bla. Routinen. Habe ich noch. Halt, nee. Alle Wasserfilter, das haben wir schon längst erledigt. Längst easy peasy. Spanisch, Zukunft, Theaterstück. Ach du liebe Zeit. Geheimcode, Pflanzen besser schätzen. Das haben wir alles schon gelesen. Das ist noch ganz von aus der Anfangszeit. Das heißt, also wir haben tatsächlich nur. Ach hier, dass der Turm auf der niedrigen Zahl stehen sollte als der Bauer. Dass ich einfach nur das Zimmer hätte aufräumen sollen. Okay, auf einer niedrigen Zahl als der Bauer. Gut, das schließt aber noch nicht aus, wo der Turm oder die Dame stehen sollen. Ein Hinweis gab es noch hier, der Ritter muss näher am König stehen als die Dame. Der Turm sollte immer auf demselben Buchstaben stehen wie die Dame. Okay, das heißt, beide Möglichkeiten sind noch offen. Der Ritter muss näher am König stehen als die Dame. Welches ist denn der Ritter? Das ist der Turm, ne? Quatsch, der Springer. Okay, welche Möglichkeit könnte richtig sein? Näher als die Dame. Beide Möglichkeiten sind, ja, da. Okay, und jetzt muss ich einstellen, es sind nicht die, müssen die Spielzüge eingestellt werden. Oh je, oh je. Okay, da, warte mal, so, so. Ja. Okay. Gut, also beim Springer und beim Turm und beim Bauern bin ich mir noch ziemlich sicher. Aber zum Beispiel, was die Spielzüge der Dame angeht, das weiß ich nicht mehr so genau. Das lasst mich mal eben nachforschen. Das lasst mich mal eben nachforschen, welche Spielzüge eine Dame hat. So. Ha, das war's. Das war's. Ach, war das eine Fummelei. Okay, das hat jetzt einen Augenblick gedauert. Okay, genau. Es ging darum, alle Spielzüge herauszufummeln, die von hier aus möglich sind mit den Figuren, wie sie da draufstehen. So, das hier ist. Warte mal, das habe ich doch schon gesehen. Das hier hat sich jetzt geöffnet. Was ist passiert? Ist irgendwas passiert? Hat sich irgendwas getan? Warte mal, das Kabel geht dahin. Ja. Hier kommt aber kein Kabel mehr raus. Wofür war das jetzt gut? Hier scheint sich nichts getan. Vielleicht oben? Hier hat sich nichts getan, ne? Da hat sich was getan. Ah, okay. Da ist das Zeichen. Ja, guck. So, und da. Ach du liebe Zeit, das ist das mit den Büchern. Okay, cool. Dann würde ich gerne die lieber nochmal zurücknehmen, weil. Okay, so. Wir sollen herausfinden, wahrscheinlich an diesen Stellen, die sind immer gekennzeichnet. Genau, wo die Bücher hinkommen. Auweia. Okay, also. Ein Zweierregal mit dem. Also, dann müsste ja dieses Regal hier. Müsste dem entsprechen, ne? So, und da steht eine 2. Haben wir ein Buch mit einer 2 drauf? Das kann ich so nicht lesen. Okay, haben wir ein Buch mit einer 2 drauf? Da ist eine 3. 3. 4, 6, 4, 5, 1, 3, da ist eine 2 drauf. Noch eins, da ist auch eine 2 drauf. Moment, aber hier steht es auf der Vorderseite. Ist immer die Vorderseite aussagekräftig? Scheinbar, ne?
Also, dann müsste das hier Old Christmas sein. Old Christmas. Okay, zwei. So, dies hier ist. Ja. Das scheint der Raum hier oben zu sein, ne? Hier unten. Warte mal, dann müsst ihr. Nee, ist es nicht. Weil guck mal, hier ist die erste Reihe, zweite Reihe. Sieht keins dem ähnlich. Kommt da oben eins. Nee, da oben kommt keins hin. Da kommt eins hin. Das hier. Die zweite Reihe ist voll. Genau, das hier könnte dies sein. Und da kommt das Buch mit der 1 hin. Okay, welches Buch hat eine 1 vorne? Ah, das ist die 3, das ist die 4. Naja. Das hat eine 1, ne? Ah, vermutlich. Also das mit dem Vogel drauf. Das hier. So. Kommt da noch eins hin? Eins. Warte mal, vier. Also, wir haben noch fünf. Vier, es müssten sechs Bücher sein. Ich glaube, ich habe aber nur noch drei, oder? Ja, ich habe nur noch drei. Oh nein, wir haben ein Buch noch nicht. Und das? Wo das denn kommt, weiß ich auch noch nicht. Okay, cool. Drei, vier. Das ist gewissermaßen auch eine 4. 1, 3. Naja. 1, 3 ist eine 4. Haben wir die 4 denn zweimal? Wir haben die 4 nicht zweimal. Aber ich habe doch ein Buch mit der 4, ne? Das ist das Buch mit der 4. Moment, vielleicht ist es aber auch die Farbe. Guck mal, die 4 ist da blau und die 3 ist grün. Nee, es ist nicht die Farbe. Oder? Da unten die 5 ist grün. Wenn ich hier, gibt es hier noch eine 2, ne, 4, 6. Na toll. Stimmt meine Theorie mit der, keine Ahnung. Also basteln wir doch erstmal rein, was wir haben. Die 3. Die 3 ist dort. Die kommt unten an das große Bücherregal. Es fehlt ja eh noch ein Buch, ne? Insofern. Also, das müsste hier sein und das sollte da reinkommen, ne? Die 3. So. Okay. Naja. Es gibt so viele Bücher in diesem Haus. Aber es wird. Ja, okay. Gut. Also, dann haben wir. Beide haben oben rechts das frei. Beide haben. Die sehen sich. Diese beiden sehen sich relativ ähnlich, bis auf diesen Teil hier, der da offen ist. Der Teil, der da offen ist, das könnte dies hier sein, ne? Ja, das müsste denn da unten die 5 sein. Habe ich die 5? Ja, nee. Nein, ich habe nur die 4. Und die 4 müsste denn da oben hinkommen. Also in dem unteren Regal die 4. Ach, Mist, jetzt habe ich natürlich unglaublich. Also die 4. Die 4 oben rechts. Die 4 oben rechts. 4 oben rechts, 4 oben rechts, 4 oben rechts. 4 oben rechts. 4. Ich wette, es hat doch was mit den Farben zu tun. Wenn ich hier auf der Rückseite gucke, warte mal, nehmen wir das eine Buch mal. 1, 3, 2 grün, 1, 3 blau. 2 grün. Die 1 ist es nicht. Die 3 ist es nicht. Oder die 2 in grün.
Die zwei, es hat definitiv was mit den Farben zu tun. Ja, also, Moment, wo hatte ich den jetzt eingeordnet? Hier irgendwo, ne? So, da kommt das Zweierbuch hin. Okay, kann ich die anderen erstmal wieder rauskrapschen? Weil sonst vertue ich mich. Nur hatte ich hier schon was eingepackt? Hier hatte ich noch nichts eingepackt. Aber hier hatte ich was eingepackt. Den da. Ja. Du warst der mit dem. Ich gehe mal andersrum vor. Warte mal. So, das Buch. Rote 2, rote 5 oder blaue 4? Die blaue. Nee, die ist türkis. Rote 2, rote 5. Es ist beides nicht richtig. Oh. Kann man die 4 großzügig als türkis durchgehen lassen? Ich glaube nicht, ne? Lass mal die 4 als. Ja. Okay, welcher war das hier? Das war. Na, nicht der da, das war. Der unten, ne? Ja, das war das. Der, Das war das Bücherregal unten. Okay, den nehmen wir mit und packen stattdessen. Weiß ich nicht mehr. Na, komm schon. Und packen stattdessen. Die 4 ist auch blau. Die 4 ist ebenfalls blau. Wir haben zwei blaue 4. Da ist auch noch eine blaue 2 dran. Oh, warte mal. An dem Moment. Jetzt verhaspel ich mich hier gerade. 5, 1. Wir haben auf dem Buchrücken auch noch Zahlen. Oh, Christmas. Okay. Ja. Toll. Ganz toll. Sollten wir nicht erstmal das letzte Buch finden? Ich glaube, wir sollten erstmal das letzte Buch finden. Ist denn hier das letzte Buch drin? Da hier schon das Rätsel seinen Abschluss fand. Hier ist es nicht drin. Cool. Hier ist auch ganz gut. Hier bist du, genau. Da ist nichts. Nichts. Nein, nein, nein. Du möchtest da gerne ein Buch haben, ne? Schon klar. Ja, hier ist aber nichts. Okay. Ja, das letzte Buch müssen wir noch suchen. Unbefriedigend. Nun gut. Oh, was wir noch mal machen können, mir fällt da noch einer ein. Wo hatte ich das denn gesehen? Wir hatten im Chefzimmer hier. Genau, hier war ja diese Geschichte mit den Messern, ne? Mit diesen Klingen, bla bla. Glaube dem Profi. Herr Godot. Genau, diese Ziffernfolge. Ob es die noch an anderen Stellen gibt, habe ich hier eigentlich irgendwo was gefunden? Ne, habe ich nicht. Und Godot? Ich weiß nicht, was hier passen würde. Okay, cool. Hi, du bist der Herr Godot, ne? Ja. Okay, was ich gerne herausfinden würde, ist, ob es von solchen Postern hier noch mehr gibt mit Nummernkombinationen drauf. Weil Idee ist jetzt eine wilde These, ne? Idee wäre, das sind die Ziffernfolgen, die wir bei den Paketen einstellen müssten, nicht Paketen, bei den Picknickkörben einstellen müssten. Also ansonsten weiß ich zumindest im Moment noch keine Verwendungsmöglichkeit dafür. Das heißt, warte, da ist doch. Nee, da ist nichts. Okay. Das heißt, Räume durchsuchen
ob es hier irgendwo noch Poster gibt mit Knives drauf. Müssen um, also zumindest mit Ziffernfolgen drauf. Hier ist keins. Nein. Ja, nein. Admiral Amelie, weiß ich nicht. Da hinten, das hatten wir schon. Nein. Nein. Nun gut, ich habe auch nicht ernsthaft damit gerechnet, dass wir im WC etwas finden würden. Du hier, bist du in dem Messerspiel drin? In dem Messergame? Nee. Nee. Okay. Nix. Cool. Keine Messer, aber auch keine Zahlen auf den Bildern. Aber noch jede Menge Bücher, von denen wir keines mitnehmen können. Ist hier ein Buch drin? Natürlich sind da Bücher drin. Aber keines davon ist für uns gedacht. Hier gibt es auch jede Menge Bücher. Und doch nicht eines ist für das Büchereirätsel gedacht. Okay. Gut, wir machen es mal folgendermaßen. Ich sehe mich hier ein bisschen um. Wir brauchen ja nicht nur das... Ja, genau, wir brauchen das Buch. Das eine fehlende Buch. Wir benötigen... Hier komme ich nicht dran, ne? Das haben wir zum Glück gelöst. Wir brauchen die Nummernkombination. Ich lasse die Aufnahme mal weiterlaufen. Und wann immer ich an eins von beiden komme, dann geht's hier wieder los. Gut, also ein Buch oder dergleichen ist es nicht, aber hier oben, erster Stock. Na, wenn man dieses hier. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und damit dürfte hier auch jetzt das zweite Licht leuchten. Ne? Jawohl, alles klar. Okay. Na gut, also die Suche geht weiter. So, noch ein Schritt weiter. Die Suche nimmt kein Ende. Wir sind hier im Hauptbadezimmer und hier im WC. Guck mal, was da liegt. Geheimbrief Nummer 3. Okay, die Nachricht über Fräulein Bella. Ach, von Arthur ist angesprochen. Die Nachricht über Fräulein Bella hat mich sehr traurig gemacht. Aber als ich mich selbst nach ihrem Zustand erkundigte, hatte sie keine Verbände an den Händen. Als ich sie fragte, tat sie so, als wüsste sie nichts, denn sie konnte nichts an ihren Fingern sehen. Höchstens ihr linker kleiner Finger war ein bisschen röter als der rechte. Sie scheint definitiv deine große Ausdauer und deinen Anstand geerbt zu haben. Die Art und Weise, wie sie so schnell geheilt ist und versucht hat, andere keine Schwäche zu zeigen. Ich bin froh und traurig zugleich, dass sie so schnell erwachsen wird. Ich weiß noch, wie sie immer daran dachte, die Glocke zu läuten und nach mir zu rufen. Jetzt müssen wir ihr jede Woche eine neue besorgen. Sie scheint perfekt in die Rolle des verwöhnten Fräuleins hineingewachsen zu sein. Ich muss zugeben, dass du mit dem Gärtner vielleicht recht hattest. Er macht wirklich einen wunderbaren Job, als wäre er für diese Rolle geboren worden. Dein Blick für Talente hat wieder einmal meine Vorstellungskraft überstrahlt. Ich glaube jedoch, dass es ein Problem mit einem unserer neuen Mitarbeiter gibt. Der Chefkoch, Herr Gondeau, ist nicht so, wie sein Ruf es vermuten lässt. Ich weiß, dass es meine Aufgabe war, den legendären Küchenchef Herrn Godot während der Ferienzeit zu uns zu holen. Ich habe versucht, dies so schnell wie möglich zu tun, da es eine Bitte von Madame Emily war. Leider konnten selbst meine großen und erfahrenen Augen seine Scharade nicht durchschauen. Ich habe seine Leistung und sein Verhalten genau beobachtet und festgestellt, dass er mehr Zeit im Keller mit den Weinverkostungen als in der Küche mit dem Kochen verbracht hat. Ich möchte mich nicht zu seinem Kochkunst äußern, denn sein Talent ist eine Klasse für sich. So heißt es zumindest. Ich denke, du musst ein ernsthaftes Gespräch mit ihm führen, sonst könnten die Folgen noch verheerender sein, als sie ohnehin schon sind. Ich kann dich nur davon warnen, denn ich bin nicht in der Lage, seine Handlung zu kontrollieren, woran er mich erfreulicherweise schon mehrfach erinnert hat. Immer auf der Hut, Harris. Ich fühle mich wie ein Spion, wenn ich diesen Brief in den Händen halte. Naja, gut, okay. So, aber nichtsdestotrotz, das hat uns zwar in der Geschichte ein bisschen geholfen, ein wenig, aber noch nicht in dem, ja, dass wir hier weiterkommen. Ne? Nun gut, die Suche geht weiter.
Apropos Suche, da haben wir gleich den nächsten Punkt. Was habe ich denn hier? Schubladenschlüssel. Aha. Okay, ein kleiner Schubladenschlüssel, das mag der für die. Warte mal, erstmal das hier schließen. Für hier unten sein, ha? Ja, benutzt Schubladenschlüssel. Aha. Und was haben wir da? Geheimbrief Nummer 3. Nummer 2. Ah, ich kann hier alle reinlegen. Warum das denn? Okay, ich habe die also jetzt hier reingelegt. Gut. Aber das hat hier unten jetzt noch nichts gebracht, ne? Nee, ich scheine noch mehr Geheimbriefe nutzen, finden zu müssen. Na gut. Tja, okay, meinetwegen. Gut, ja, apropos Suche. Ah, und hier, ah, jetzt, ja, Mensch, hier finde ich ja eine ganze Menge. Guck mal, haben wir da schon drauf geklärt? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Also, wir sind immer noch, ich bin immer noch hier im Z Arbeitszimmer des Admirals. Das könnte ich auch noch mal ausprobieren. Okay, vielleicht kommen wir da tatsächlich in einer Sache auf der Spur. Skizzenkarte. Eine Skizzenkarte. Na krass. Okay, immerhin das. Ja, eine Skizzenkarte mehr. Wie schön. Na denn, da war es nur noch eine. Aber hier ist jetzt erstmal nichts weiter. Ich hatte gehofft, dass das da eben eines der Bücher war. Bücher habe ich viele gesehen. Poster habe ich viele gesehen. Doch keines davon trug noch eine Nummernkombination. Hier ist nichts mehr, ne? Ne. Okay, gut. Also, Skizzen. Wo fehlt denn noch ein Bild? Nicht hier? Auf dem Flur? Ne, warte, wo ist denn der Flur? Nicht. Doch, da fehlt auch noch ein. Da fehlt noch eins. Das ist die Madame. Okay, eins mehr. Es fehlt uns also nur noch eine Skizze. Juhu! Ja, es klang überschwänglicher, als ich es empfinde, aber gut. Nein, ist okay. Ich suche danach. Wenn ich es finde, fein. Wenn nicht, Naja, nun. Also, diese Theorie ist damit schon mal einmal widerlegt. Hier sind ja Messer drauf abgebildet. Ich bin einmal rundherum gegangen, ne? Hab das Gärtnerhaus durchsucht, hab nochmal vorne das erste Haus durchsucht, das wir vor dem Labyrinth gefunden hatten. Ja, und bin jetzt wieder auf dem Weg zum Haus. Die Messertheorie passt schon mal nicht. Da hatten wir diese Nummer gefunden, 9618527 auf dem einen Poster. Mehr Poster habe ich bisher auch noch nicht entdeckt. Und naja, hier sind ja schon Messer auf abgebildet, aber das hier ist eine sechsstellige Nummer und keine siebenstellige. Das kann es also nicht sein. Na gut, lass uns noch mal eben gucken. Und übrigens ein Buch haben wir auch nicht gefunden. Lass uns noch mal eben gucken. Wir hatten doch da hinten in der Ecke, da war doch auch noch ein Picknickkorb. Ist hier noch irgendwas? Nö. Nö. Hier war doch auch noch ein Picknickkorb. Ob wir da irgendeinen Hinweis erhalten? Hier war kein Picknickkorb. Aber da ist ein Dingelchen. Warte mal, kann ich das mit irgendwas hier lüften? Oh, oder? Nee. Nö, scheinbar nicht. Okay, wofür auch immer das da gut ist. Wo war denn die andere Sache mit dem Pick? Ach, apropos. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch mal nach dem letzten Skizzen-Dings da gucken. Ah, nee. Okay, wofür? Also es wird hier vermutlich. Da ist noch ein Buch. Es wird hier vermutlich
Den geben, wenn alle Bilder richtig sind? Fragezeichen. So, aber wo war denn das nochmal? War das in der Hütte da? Oh, Moment. Hier sollte ich auch dran langquatschen. Ja, 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 schon klar. Diese Skizzendinger haben wir ja überall hier in dem Bums gefunden. Also, Hier ist aber keins, ne? Schade. Kann ich das anschubsen? Oh, die kann ich jetzt sogar anschubsen. Ach, wie cool. Okay. Shake. Das hätte ich bei den Schaufeln auch mal ausprobieren sollen. Aber hier gibt es keine weitere Skizze, ne? Nee, scheinbar nicht. Gut, wo ist denn das? Die Hütte? Hier. Das ist offen. Okay. Ja, hier gibt es nur vielsagend. Hier gibt es nur vielsagend Zahlen. Ich fand in dem Haus des Gärtners noch ein Poster. Hier ist eine Flasche. Oh, im Labyrinth fand ich auch einen Korb mit einer Flasche. Aber hier ist dieselbe Anzahl von Messern drin, ne? Sekunde mal. Also, ich fand dann noch ein Dings, 1,9, ein Hinweis, 4 oder 5. Das ist das beides nicht. Okay. Tja. Dann weiß ich es auch nicht. Dann hat es damit also auch nichts zu tun. Gut. Kann ich vom Dings da streichen? Da ist Katzen, ne? Die haben wir ja inzwischen kennengelernt. War das nicht Bella? Hier, also da ist eine Flasche drin. Hier. Okay, lass uns mal kurz darüber laufen. Hier. Da ist eine Flasche, die nach unten zeigt. Ich nehme an, dass das hier genauso sein wird, ne? Ja, eine Flasche, die nach unten zeigt. Die sind identisch. Nur, dass hier eine sechsstellige Nummer gefragt ist. Tja, das meine Theorie wieder über den Haufen. Na gut. Nö. Too bad, too bad. Okay. So, was können wir noch machen? Wir haben das hier draußen, haben wir außerdem die Picknickkörbe, das hier haben wir noch nicht gelöst. Und noch etwas, war hier auch ein Picknickkorb. Da ist auch ein Picknickkorb. Lass mal gucken, was hier gefordert ist. Hier sind 1, 2, 3, hier sind 7 Stellen. Warte mal, dann lass mich, und hier ist auch wieder ein Messerrätsel. Also hier werden Messer abgebildet. Dann lass mich doch hier mal die Zahl eingeben. 9, 6... 1, 8, was ist dann? 5, 5, 2, 7. Ja, das war ja krass. Das hat ja mega funktioniert. 9, 6, 1, 8, 5, 2, 7. Ich fand auch in, welche war die noch mit den Ritualen? Da fand ich auch noch eine andere Zahl. Das ist die 3, 6, 1, 8, 4, nee, Moment, 3, 6, 1, 3, halt 8, was dann? 4, 5. 4, 5. Nee. Ist ja auch Quatsch. Das hat ja auch gar nichts mit dem Messer zu tun. Warum hat das hier nicht funktioniert mit den 9, 6, 1? Mist. Da hätte ich echt drauf gewettet.
Da hätte ich wirklich, wirklich drauf gewettet. Habe ich die Zahlen falsch abgeschrieben? Oh, warte, so. Das war hier im Chefsraum, ne? Chef. Hier. 961 8527. Nee. On the edge of knife. Warte mal, da sind. Hier sind vier Boards mit Messern. Das sind sechs Messer. Oder kommt es auf das Messer an, wo es steckt? Nee, dieses. Das Messer zum Beispiel ist zweimal da. Okay, also da gibt es vier. Keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ich hätte jetzt getippt, das hier ist der Code und fertig. Zwei Sternchen. Aha. Okay. Moment, das sind vier Stück. Wir hatten einen Ort vorne beim Gärtnerhaus mit vier Zahlen, die eingegeben werden sollen. Also das sind vier Messer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was? Sechs, sieben Messer, vier, sieben, sechs und fünf. Vier, sieben, sechs, fünf. Kommt das hin? Weitere Messer gibt es hier nicht, ne? Nee. Und nebenbei gesagt auch kein weiteres Plakat. Okay. Gut, also. Lass mich das nochmal ausprobieren. Da geht. Nee, da geht's raus. So, vorne beim Gärtnerhaus. Ich glaube, hier war das mit den vier Ziffern. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Fünf Ziffern. Schade. Das ist jetzt blöd. Hat mir das nicht irgendwo mit vier Ziffern? Hinten, das war gerade, glaube ich, mit Vegetables, ne? Mit den, ja, da. Ja, genau, hier ging es um was ganz anderes. Das hat damit nichts zu tun. Ich hätte schwören können, irgendwo einen mit 14. Ja, gut, das ist eben mit 5 Ziffern. Das Kleinste. Also, dann ist das auch unzutreffend. Fabelhaft. Okay. Hat damit nichts zu tun. Na schön. Also, ich suche noch mal eine Runde. Und das mache ich aber offscreen. Und dann, tja, sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war heute jetzt nicht besonders, also es ist nicht besonders viel bei rumgekommen. Nun ja, ist so. War viel Sucherei, hat aber scheinbar nicht richtig viel gebracht. Leute, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.